Hallo, begrüße Sie mal wieder zu einem Video. Es geht diesmal um das Freistellen von Bildern bei PowerPoint. Da habe ich eins schon mal hier vorgeholt. Das ist offensichtlich, das kann gar nicht so passiert sein, weil dieser Atomwaffenversuch, das Abschießen einer Artilleriegranate, das passierte ein Jahr bevor ich geboren bin, im Jahr 1953 in Nevada. Aber ich kann mich da hinein montieren, genauso wie hier in dem Bild von Kassel. Da bin nicht nur ich hinein montiert, sondern auch noch ein Atomkraftwerk, die Kühltürme, ja, davon. Das, was nicht hinein montiert ist, was es wirklich gegeben hat, das ist dieses Parthenon of Books. Das war eines der Kunstobjekte bei der letzten Documenta in Kassel. Wie ist das passiert? Wie kann man das machen? Ich habe hier schon drei Bilder, die noch im Original sind. Einmal hier dieses Bild von dem Atomkraftwerk Grohnde an der Weser. Das war damals im Bau, wo ich Student war. Da waren manche meiner Kollegen jedes Wochenende dort, um da an der Baustelle zu demonstrieren. Dann haben wir hier noch das Bild von der letzten Documenta, die Wiese hier auf dem Friedrichsplatz mit dem Fridericianum und dem Parthenon of Books, was hier eben für die 100 Tage gestanden hat. Und dann bin ich hier abgelichtet vor der grünen Wand, die jetzt auch bei mir im Hintergrund ist. Und diese drei Bilder, die werden montiert zu diesem hier. Wie mache ich das? Ich habe hier dieses Bild ausgewählt als Hintergrund. Ich kann da noch eventuell das Ganze ein bisschen größer machen und das, was ich nicht brauche, abschneiden. Das kann man dann hinterher noch verschieben. Zum Beispiel, wenn ich draufgeklickt habe, dann habe ich hier bei Bildformat die Möglichkeiten, das zuzuschneiden. Zum Beispiel hier links die Baumgruppe, die ist jetzt entfernt. So, das ist also jetzt schon mal der Hintergrund, wo ich also nur den Himmel und die Kühltürme hier eigentlich gebrauchen kann. Dann gehen wir hier nach Kassel. Da brauche ich den Himmel nicht, sondern ich will hier in diese Lücke zwischen dem Parthenon of Books und dem Fridericianum, da sollen also hier die Kühltürme hin. Wie mache ich das? Kann man also ein bisschen größer machen. Und wenn man noch will, verschieben. Aber das sehen wir dann nachher, wenn die drei Bilder zusammengeschoben werden. Jetzt kommt das Entscheidende, das Freistellen. Der Himmel hier, der soll entfernt werden. Der ist ja ziemlich einheitlich blau. Dazu gehe ich auch wieder auf das Register Bildformat und wähle hier vorn Freistellen. Und dann sieht man, wenn ich hier draufklicke, da wird mir schon vorgeschlagen, was da freizustellen ist. Das will ich aber so nicht haben. Deshalb wähle ich hier zu behaltende Teile markieren und da markiere ich hier mal diesen Bereich hier. Ja, der ist jetzt behalten worden und hier unten, das soll auch behalten werden. Ja, Wiese ist schon da. Das Stückchen hier auch noch. So, das auch hier hinten, da soll noch eine ganze Menge entfernt werden, nicht entfernt werden, zum Beispiel hier dieser Bereich. Da reicht es einfach nur, wenn man da den Cursor drüber zieht, ne, hier hinten auch noch. So, jetzt habe ich das Bild, aber die Figuren hier oben, die sollen natürlich auch noch da bleiben. Die kann man also auch noch schön jeweils mit einem Strich markieren. So. Dann bleibt noch hier die Fitzel hier. Okay. Ja, das hier außen werde ich wahrscheinlich sowieso wegschneiden. Aber das ist nicht so wichtig. Jetzt gefällt mir das, was ich hier habe. Jetzt wird das markiert. Und man sieht, der Himmel ist jetzt weiß, durchsichtig genau genommen. Kopiere mir das, ich füge das ein. Da haben wir es. Jetzt muss ich das noch passend schieben. Ich
will ja nicht, dass hier Teile vom Hintergrund gesehen werden. Kann ich jetzt noch ein bisschen größer machen. So, das passt jetzt schon ganz gut. Ja, das kann man dann hinterher wegschneiden, was hier außen ist, mit dem Snipping-Tool. Beziehungsweise könnte man das noch vergrößern. So, die Kühltürme habe ich, jetzt will ich noch hier in das Bild. Wie komme ich jetzt noch in das Bild? Ich nehme mein Bild hier. Nehme ich auch wieder, nachdem ich es markiert habe, das Tool. Und Sie sehen, es ist schon fast perfekt. Ich kann hier noch den Bereich markieren, den ich nicht entfernen möchte. Das heißt hier unten, also der untere Teil hier von meinem Arm. Ja, so. Ja, das passt schon ganz gut. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen was wegschneiden. Ja, kann man also sagen, hier war ja die Steckdose hier außen. Und das soll weggeschnitten werden mit Zuschneiden. Nur mich habe. Rechte Maustaste kopieren. Dann gehe ich dahin, wo es hin soll. Da war es nicht. Sondern da. Und da füge ich das ein. Und da kann ich jetzt nur überlegen, wie groß ich da erscheinen will. Kann ich also hier noch kleiner machen. So, den unteren Teil, den will ich nicht. Jetzt könnte ich also anfangen, hier mit PowerPoint noch zuzuschneiden. Aber wenn ich sage, das geht ja mit dem Snipping-Tool sehr gut, ne, dann kann ich hier das Snipping-Tool aufrufen, weil das ist sowieso eine gute Sache. SN Snipping Tool. So, mit dem Snipping Tool fange ich an und nehme genau das, was ich hier haben will. Kopiere mir das. Gehe nach PowerPoint. Mache da eine neue Folie. Einfügen, neue Folie, und da kann ich es dann auch einsetzen. Und da sieht man, so käme das im Augenblick rüber. Na, wenn ich das jetzt so als neue Folie haben möchte, kann man also dann sogar dann noch künstlerisch verfremden, so als Postkarte. So, Konrad Rennert grüßt aus dem prosperierenden Kassel, na, und das Ganze ist zu sehen unter Freistellen von Bildern. Geeignet ist das beispielsweise, wenn man dann sich damit beschäftigt, solche Fake News zu produzieren, im Sinne von Ratespielen, um die Schüler zu bitten, was ist denn da zutreffend auf dem Bild. Hier ist der Atomversuch ist zutreffend, aber der Konrad Rennert, der kann den also gar nicht zu der Zeit, wo der stattgefunden hat, präsentiert haben. Okay, wenn Sie dann mehr von solchen Möglichkeiten wissen wollen, es gibt ja noch zwei weitere Videos, wie man hier freistellt, einmal mit Camtasia und dann nochmal mit Zoom. Aber das sind dann eigenständige neue Produktionen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.